Ja, moin Leute! Frohes neues Jahr erstmal. Frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Das sind ja alles gute Faktoren, die man ein bisschen einhalten muss. Ja, der Stuhl, auf den man sich lehnen sollte, darf nicht nur ein Bein haben. Ohne Gesundheit geht der Rest nicht und ohne Erfolg ist auch langweilig und ohne schöne Familie ist sowieso alles scheiße. Also in dem Sinne, frohes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Wir haben Baggerauftrag in Neunkirchen. Hier, ich stehe hier gerade, sind die ganzen Gräben übergelaufen. Und ja, da, oder vollgelaufen, übergelaufen nicht. Vollgelaufen und da sollen wir ein bisschen Wasser abstellen. Und ja, viele Aufnahmen werde ich nicht machen können, weil das extrem beschissenes Wetter ist. Aber ich werde mal sehen, was man da machen kann. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr wie immer nach einem kurzen Intro. Let's go! Ja, moin Leute! Guck mal, heute wollte ich euch eigentlich mitnehmen. Wir haben Auftrag gekriegt in Neunkirchen, Wassergräben abbuddeln. Jetzt bin ich gerade abgelenkt, da hinten fährt einer mit Holzhäcksler. Kann man sicherlich nicht sehen, aber ist egal. Ja, Wasser abbuddeln, hier die ganzen Krücken sind komplett voll. Normalerweise soll das Wasser da vorne raus. Geht aber nicht, deswegen haben wir die Aufträge gekriegt, hier hinten in den schönen großen Vorfluter rein, ja, das reinzubaggern, dass er erstmal ablaufen kann und dann kommen da Rohre rein. Ja, erst haben wir da vorne noch gebaggert, das hat gepisst ohne Ende, deswegen waren wir voll mit Regen und ja, deswegen kann ich jetzt erst filmen, also da hinten die Dinger, die die habe ich schon alle auf, die Grenzgräben. Ja, dieser hier, das ist ein bisschen weiter Weg, aber hier vorne haut das alles hin. Und ja, ich mache da jetzt immer aber weiter. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Aufnahmen machen konnte, aber ich schneide das nachher irgendwie alles zusammen mit dem nächsten Auftrag nochmal. Ja, dass das wieder passt. Also, dem ist gleich. Ja, siehst du, eigentlich wollte ich die Kamera vorne mal reinhängen, dass man da mal ein paar Aufnahmen mal baggern hat. Vielleicht klappt das gleich noch, aber das pisst hier schon wieder aus Kübeln hier. Das Wetter, das ist ja traumhaft. Hartler Herbst oder Winter oder naja, jedenfalls nass. So, hier, das haben wir erstmal raus. Schön, schön. Ja, mit der Tiefe muss man dann nachher nochmal gucken, wo man was nachbaggern kann. Ich habe hier vorne an jetzt die Kante ein bisschen platt gemacht, falls noch wieder mehr Niederschlag kommt, dass da nichts reinläuft. Dass das jetzt erstmal ja, so ablaufen kann. Und dann sollen hier nämlich 100er Kanalgrundrohre, KG-Rohre rein. Ja, dass das dann dauerhaft entwässert werden kann. Das Problem ist nur, wenn du hier Tiere auf der Weide hast, die treten immer hinten die Ausläufe kaputt. Deswegen machen wir immer meistens irgendwie so dickwandige Rohre aus dem Tiefbau. Besorgen wir uns irgendwelche Reste und machen da hinten Meter drüber, dass die Pferde oder Rinder oder was auch immer die Enten nicht kaputt treten können. Ja, so dass man dann immer einen schönen Wasserfluss hat und keine kaputt getretenen Rohre. Alles klar, vielleicht klappt es gleich nochmal. Ja, schön. Das löppt. So, das ist jetzt mal mein erster Versuch. Ich hänge mal da vorne mal rein. Mal gucken, ob die Kamera jetzt der Schaufel folgt. Ja, das passt. Das haut hin. Dann wollen wir hier mal einen rausnehmen. Und mal sehen, ob die Aufnahmen was werden. Alles extrem glitschig und nass hier alles, also ja, die Gummiketten, die sind voll und jedes Mal, wenn ich hier zu viel rausnehme, ja, zieht er mir den Bagger quasi immer weiter ein Stück nach vorne hin. Also er nimmt den Bagger mit und ja, ist halt
halt eine Kackjahreszeit, um hier mit der Gummikette zu fahren. Aber es lässt sich eben nicht ändern. Wenn hier Wasser steht, dann muss das weg. Und dann kriegt man das auch irgendwie fertig. Die Spuren rühren wir ein bisschen zu. Und dann ist das gut. Etwas einfacher, aber ja, es geht, es geht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Ich weiß nicht, hier scheint die Erde auch ziemlich verdichtet zu sein im Dach oder im Vorgewände hier in den Dämpfen. Teilweise ist das unten tatsächlich noch trocken. Da wundert mich wirklich. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir können. Wenn wir hier nicht in den schönen Vorflügel reinfahren. Schild runter. Siehst du wohl. Dann haben wir ja unseren schönen Ausleger hier, den können wir drehen. Den haben wir einen noch und dann ist Skia hier erstmal. Ja, durch die Wendemanöver schmiert das natürlich mit den Gummiketten hier ziemlich. Aber ja, wir versuchen das hier erstmal so ein bisschen so weit wie es geht glatt zu machen. Mal gucken, allzu glatt wird es nicht werden. Aber etwas, sodass man dann im Frühjahr sagt, man fährt dann noch einmal mit der Weideschleppe rüber. Und ja, entweder mit der Hand ein bisschen Grassaat nachschmeißen oder dann vielleicht nochmal mit Nachsägerät oder APV-Streuer irgendwas. Wird sich da wohl finden. Siehste, haben wir das gesehen? Das ist der letzte Graben.
gesagt, wenn nachher die Rohre rein sollen, wenn das etwas trockener ist, ja, dann muss man natürlich nochmal die Sohle ein bisschen nachschaufeln, dass es auch alles gerade liegt und dann vielleicht auch mit Nivelliergerät oder Wasserwaage reicht vielleicht auch. Dann noch einmal eine vernünftige Fließrichtung reinkriegen, dass wir dann auch wirklich Gefälle haben. Weiter. Dann wollen wir noch mal gucken, wie ich die rauskriege. Ah, siehst du, funktioniert sogar. Ja, Leute. Ich sage an dieser Stelle erstmal wieder besten Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben und abonniert den Kanal. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Videos hin. Ist immer schwierig, wenn man ja selbstständig ist und alles ja alleine vor sich hat und dann noch Videos machen will. Siehst du, jetzt haut die Kamera wieder ab. Die haut tatsächlich ab. Ey, was machst du da? Ey, Maga, warte mal. Ja, siehst du, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Nee, Quatsch. Ja, kleine technische Probleme. Wie gesagt, vielen Dank und ja, ich hoffe, demnächst geht's weiter. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne mal auf der Homepage vorbeigucken. Vielleicht ist da auch was für euch, was wir für euch tun können. Ansonsten macht's gut, bis demnächst. Ja, nochmal eben, bevor das hier dunkel wird. Also, normalerweise war das gedacht, dass das Wasser hier sind Rohre drin, 100er KG-Rohre, sollte hier unter dem Fahrradweg hier in diesen Graben rein und dann geht das dann nach hinten irgendwo. Ich glaube, da ist ein Vorfluter oder da wird das jedenfalls reingeleitet. Aber da hier jedes Jahr bloß immer gemulcht wird und die Mulchreste unten drin liegen gelassen werden, sind die Höhlen, die hier vom Fahrradweg die Dämme zur Straße führen, die Höhlen komplett dicht. Hier haben wir jetzt schon mal ein paar Hübe noch rausgenommen. Diese Seite hier haben wir ein paar Hübe rausgenommen. Und ja, das Wasser ist immer noch hoch, wie man unschwer erkennen kann. Da hinten haben wir auch noch ein paar Dämme aufgemacht. Und das Wasser geht hier nicht weg.
Ja, deswegen das Beste ist, alles hinten raus in den Vorfluter, den ihr da gesehen habt. Und dann KG-Rohre rein und dann jedes Jahr eben Grüppen machen. Dickwandige Rohre einen Meter hinten raufsetzen, dass die Viecher das nicht dicht petten. Und dann sollte das eigentlich passen. Siehst du wohl. Also, dann soll es das jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, man hört mich mit den Windgeräuschen. Das werde ich gleich sehen auf dem Computer. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.